You need to know that I'm a hallo und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von The Crew 2. Es ist ein neuer Mod, das heißt natürlich auch wieder, wir kommen zwei neue Fahrzeuge ins Spiel geliefert. Und ja, diesen Mod, den wir gedroppt, finde ich wirklich sehr, sehr geil. Zwei Fahrzeuge, die ich wirklich hart feiere. Einerseits hier, wie wir gerade vorne stehen, den wir heute in diesem Video uns anschauen, nämlich den Porsche Cayman GT4. Und im Hintergrund steht das Bike, was wir diesen Mod bekommen haben, nämlich die Suzuki GSX-R 1000R. Ja, ab heute ist Zugang für alle VIP-Mitglieder. Ab nächster Woche dürfen dann auch alle normalen Leute sich dieses Pack kaufen, wenn sie darauf Bock haben. Und wie gesagt, ich bin damit sehr happy, weil beides sehr, sehr geile Fahrzeuge sind. Und ja, wir fangen heute mit diesem Kollegen an, dem Porsche Cayman GT4. Mein aktueller Porsche, den ich mir, wenn ich Geld hätte, kaufen würde, weil das ist der ultimative Fahr-Porsche für wenig Geld, sagen wir mal so. Das ist eigentlich, wenn du eigentlich schon GT2 RS oder GT3 RS hättest, aber nicht Geld dafür hast, dann ist auf jeden Fall der GT4 eine sehr, sehr gute Alternative, weil es sprechen sehr viele Fakten für dieses Fahrzeug. Einerseits unglaublich gutes Handling, Grip und allem drum und dran, eben aufgrund des Aero-Pakets. Dann haben wir einen wunderschönen 6-Zylinder-Boxer, der da drin arbeitet, nichts mit Turbo, gar nichts. Und jetzt kommt es, und das ist eines der geilsten Highlights, es ist ein Handschalter, und das ist natürlich allein fahrtechnisch und fahrmäßig eine unglaublich geile Kombination, die einfach viel, viel Spaß und Laune verspricht und die anscheinend auch performance-technisch sehr, sehr gut sein soll. Wenn man sich so Berichte mal anliest, soll der Cayman GT4 zum Teil der bessere 911er sein, eben aufgrund des Gewichtsverhältnisses, weil im Gegensatz zu dem 911er hat der Cayman oder auch der Boxster nämlich keinen Heckmotor. Die haben nämlich einen Mittelmotor und dementsprechend ist die Gewichtsverteilung ganz anders. Sie sind ein bisschen stabiler, haben nicht so viel Gewicht auf der Hinterachse und sind dadurch hier und da ein bisschen performanter und wie gesagt eben eigentlich die günstigere Alternative zu den Kollegen. Vom GT4 gibt es auch nochmal natürlich eine Rennversion, die ultra geil aussieht. Vom neuen, vom 718er Boxer und Cayman, der ja mittlerweile mit Turbo geladen ist, wurde auch schon die Rennversion vorgestellt. Da bin ich auf die Straßenversion gespannt, weil die wird mit Sicherheit kommen. Der Cayman GT4 war nämlich recht beliebt. Allein wer mal am Nürburgring unterwegs ist, weiß, wie viele scheiß Dinger davon rumfahren. Was, wie gesagt, vollkommen verständlich ist. Alleine der Grund, wie gesagt, Handschalter finde ich alleine, das ist natürlich nicht unbedingt, glaube ich, die schnellste Art und Weise, aber es ist eine der emotionalsten Art und Weisen, Porsche zu fahren, glaube ich. Und ja, wir werden uns das Ding jetzt mal angucken. Ich bin gespannt, ob wir irgendwas damit tun können. Ich gucke gerade mal, hier können wir den besser hinstellen. Ich will mich ein bisschen mehr Licht haben. Ihr sollt den Wagen ja auch vernünftig sehen, deswegen stellen wir ihn mal kurz hier ans Fenster. Können wir gerade mal schön nutzen. Da ist er doch. Cayman GT4, 164er Score serienmäßig. Und da steht er doch. Ja, jetzt sehen wir nämlich ein bisschen mehr von dem KZ. Und ich würde mal sagen, wir gucken noch mal. Wir passen noch mal ein wenig an. So, erstmal Farbe. Ja, Cayman GT4 ist für mich Pflichtfarbe, das Gelb. Ich weiß nicht warum, aber ich finde den Gelb irgendwie am geilsten. Da sticht er irgendwie am meisten hervor. Die Blautöne und all die restlichen Töne sind auch geil. Wir nehmen aber einen schönen gelben Cayman GT4. Wie gesagt, ist für mich einfach die Hauptfarbe für dieses Fahrzeug. So, und jetzt gucken wir mal. Wir haben sogar einige Teile. Also zumindest vorne und hinten. Das ist schon mal ganz gut. So, Haube. Carbon. Zusätzliche Einlässe. Ah, okay. Wir können hier noch ein bisschen mehr auf Waste-Look machen. Das finde ich ganz, ganz geil eigentlich, dass wir es machen können. Wir können auch voll auf Carbon gehen. Werde ich nicht machen. Wir lassen das Carbon mal weg. Wir können aber trotzdem diesen Waste-Look machen wir trotzdem gerne. Dementsprechend. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wo war sie jetzt? Die nehmen wir hier. Genau. So. Die nehmen wir. So. Stoßstange vorne. Ah, okay. Da sind diese Kränze in Wagenfarbe lackiert. An sich eine coole Idee. Muss ich jetzt sagen. Bin ich auch nicht so riesen Fan von. Dann haben wir nochmal eine rote Lippe unten, die gefällt mir gar nicht. Oh, okay, dann die ganze Carbon-Teil lackiert, gefällt mir auch nicht. Und dann haben wir nochmal ein bisschen brutaleren Ansatz. Das gefällt mir dann hingegen schon besser. Da spricht man schon eher meine Sprache. Also relativ, sagen wir mal, sachte Änderungen am Fahrzeug. Ich hätte mir jetzt so ein bisschen mehr in Richtung des Rennkits gewünscht. Es sind ein bisschen sachtere Änderungen, weil wie gesagt, hier haben wir einfach eine rote Linie und hier haben wir einfach die Carbon-Teile gelb lackiert. Und ich sag mal so, das will keiner. Es hat zwar auch was, aber ich bin echt keine Freund davon. Ich mag diese Kontrastfarben, deswegen nehmen wir das hier schöne. So, Felgen lassen wir erstmal. Oder haben wir andere originale Porsche-Felgen? Oh, wir haben sogar schwarze Cayman GT4 Felgen, aber wir können gleich nochmal gucken. Was daneben ist. Spiegel. Gibt's den Carbon? Warum gibt es hier jetzt den Carbon nur mit dieser roten Linie? Die stört mich halt ultra, weil ich halt keinen roten nirgendwo habe. Und ich will auch eigentlich kein Rot haben, weil ich Rot und Gelb bin nicht so ganz geil finde, die Kombination. Ja, dann werden wir leider bei den Originalen bleiben. Ich hätte jetzt gerne Option gehabt, nur Carbon, ohne die rote Linie. Schade, dann halt nicht. Ah, okay, hier gibt es das Ganze wieder mit Rot. Ich weiß nicht, warum das Spiel die ganze Zeit Rot reinmischen will. Aber das Schöne ist, wir haben eben hier den Originaleinlass. Der wird gegen einen mit Carbon mit GT4-Schriftzug ersetzt. Das ist ganz sexy. Und ein extra Seitenschmäler gibt es auch noch. Das können wir ruhig machen. Das gefällt mir ganz gut. Was schon mal auffällt, Breitbau haben wir beim Cayman GT4 nicht. Wäre ganz cool gewesen. Haben wir leider nicht zur Auswahl. Ist jetzt aber auch nicht so schmal. So, Heckspoiler. Jetzt bin ich mal gespannt, weil
ich mag den Originalen sehr gerne. Das ist die Sache, die ich beim Cayman GT4 halt im Vergleich zum normalen Cayman super feier, weil der Hexball echt schön designt ist. Und wenn ihr mal seht, er ist nicht zu groß, er passt von den Proportionen perfekt. Natürlich gibt es hier wieder in Rot. Alter, oder in höher. What the fuck ist passiert mit dem Heckdeckel? Warum gibt es das alles nur mit Rot? Was ist denn verkehrt bei euch? Ich will kein Rot. Oh, ich sehe schon, komm, dass ich kann gleich Rot lackieren, um die ganzen scheiß Applikationen nutzen zu können, weil ich will einen Carbon-Spoiler haben. Der ist halt auch ganz geil. Das Ding ist halt, das ist halt hier auch total krank. Warum? Aber jetzt die Frage. Ich würde das jetzt gerne nehmen. Ich sag so, das finde ich jetzt geil. Dann gehst du jetzt weiter und du kriegst das ganze Ding nur mit dem großen Spoiler. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen 5 und 3? Ich sehe keinen Unterschied. 5 und 3 ist exakt dasselbe. Ich weiß nicht, ob 5 das hier in Gelb sein sollte eigentlich, weil es ist es nicht. Jetzt bin ich halt überlegen, ob wir den großen Flügel nehmen oder nicht. Ja, okay, sagen wir mal, mit der komplett assigen Paket geht das schon. Ne? Das ist an sich der originale Spoiler nur nochmal verlängert. Da kann man das schon machen. Ich finde halt diese Version hier geil. Gut, die ist natürlich vollkommen übertrieben mit dem Dachspoiler und dem Ducktail. Also optisch ist nicht schön. Also dementsprechend ist gut, dass die roten Linien dran, sind. Die halten mich davon ab, es zu nehmen. Ich sag an den netten Jungs von Ivory Tower, ich weiß nicht, was ihr mit euren roten Linien am Cayman GT4 habt, aber stört mich ein bisschen hart. Ich würd das gerne ohne haben. Naja gut, wir nehmen nur den großen Spoiler erstmal. So, ich sehe schon rote Linien. Okay, weiße Stückleuchten, rote Linien natürlich. Lackiert mal wieder. Ich wäre gerne auf Mittelrohr bleiben. Duplex finde ich gar nicht. Es geht, aber ich finde es nicht so sexy. Oh! Das Heck ist ganz klar angelehnt an den GT2 RS. Das ist absolut ganz klar an den GT2 RS angelehnt. Die Linien und die Auspuff-Endrohrführung, allem ist exakt GT2 RS-Optik. Es ist exakt GT2 RS. Genauso ist die Schürze aufgebaut. Ohne rote Linie nebenbei. Ist jetzt die Frage, machen wir das, weil das cool ist, weil es die Möglichkeit gibt. Ich möchte hier in den Videos auch mal so ein bisschen die Möglichkeiten zeigen. Ich muss ja nicht unbedingt immer meinen Geschmack besprechen. Ich kann den Karren danach hier umbauen, wie ich lustig bin. Ich finde das halt cool, dass du das drin... Das feiere ich jetzt wirklich, weil das ist eine sehr, sehr coole Idee. Die Duplex ist so... Ja, die ist okay. Sie sieht nicht scheiße aus, aber ich bin halt beim Cayman einfach keine Duplex gewöhnt. Oder wir gehen einfach... Warum gibt es das eigentlich wieder nicht ohne rote Linie? Oh Mann, ich reg mich schon echt auf, so scheiße, ne? Ne, lackiert finde ich auf jeden Fall schon nicht geil. Ja, komm, wir fahren jetzt mal GT2-Optik. Wir machen das jetzt einfach mal. Einfach, um es mal gemacht zu haben. So Innenraum. Den hätte ich dann aber auch gerne gelb passend. Was haben wir denn für Stile? Es ist gerade extrem dunkel hier im Spiel mal wieder. Also wir haben echt... Das ist das Doofe. Ich würde mir gerne immer Flutlichtbeleuchtung in den scheiß Raum hier wünschen. Das wäre ganz sexy. Oh, wir können gelbe Gurte nur theoretisch machen. Das ist natürlich geil. Wir machen aber... Machen wir denn mal. Machen wir mal so. Das ist nicht ganz sexy. Ich könnte euch nicht sagen, was die Einlagen sind. Ich erkenne sie nicht. Ah, Carbon. Ah, hier ist Carbon. Dann nehmen wir Carbon. Wo ist Carbon? Da ist Carbon. Wir nehmen Carbon. So, Felgen. Ich hätte eigentlich gerne was mit Center Lock, genau so hätte ich gerne die Richtung. Dass wir ein bisschen diesen Waste Lock nochmal ein bisschen mehr aufgreifen. Wir nehmen ruhig die hier. Die dürfen, müssen ruhig nicht so groß sein. Ein bisschen grau dabei, größer ja. Größer ja. Und Bremse machen wir dann auch passend dazu. Wunderschön, würde ich sagen, knallegelb. Sehr schön. Damit haben wir unseren Cayman GT4 fertig. Ich würde euch ja gerne vernünftig im Hell zeigen, aber es ist einfach stockefinster überall. Das kann doch nicht sein, Alter. Was ist das denn für ein Büro hier? Draußen ist immerhin hell. Die Sonne ist aber, glaube ich, direkt über uns. Ich glaube, das ist das Problem. Ich kann es euch leider nicht so genau zeigen, wie ich es gerne will. Aber ich kann es gleich draußen zeigen, immerhin. Wir gucken mal kurz. Ne, designtechnisch will ich gar nichts drauf machen. Ich will den ohne Design fahren. Ich sehe gerade, der Gelbton innen drin. Ne, wir müssen mal kurz nochmal in den Innenraum. Der Gelbton im Innenraum ist ein anderer. Das gefällt mir persönlich mal gar nicht. Da bin ich absoluter Hass dagegen. Dann nehmen wir lieber Grau. So, weil. Ne, also wenn der Gelbton halt überhaupt nicht passt, das sieht ja ganz, ganz schlimm aus. Machen wir lieber so. Das ist schon ein bisschen besser. Genau. Ich muss mal ganz kurz ein Fahrzeug mal herholen. Da hinten. Habe ich in irgendeinem Fahrzeug jetzt 280er Score? Ich guck gerade mal. Da, 280er Score. Ich muss mal ganz kurz ein paar Teile aus denen rausholen. Weil ich muss ja den Cayman GT4 auch mal für euch nochmal auf Leistung trimmen. Weil ich nicht überall Teile übrig habe momentan. Ich muss mal wieder ein bisschen grinden, damit ich überall Teile habe. Wir werden mal ganz kurz den Spiker ein wenig beschneiden. Okay, hätte ich genug Teile gehabt. Ja, hier kann drin bleiben, da kann auch drin bleiben. Okay, gut, haben wir das. So, jetzt können wir den Cayman mal, ich sag mal, zu einer Ausfahrt bitten. Ach, jetzt ist es plötzlich wieder hell hier. Na gut, okay. Ich finde aber echt sexy. Wie gesagt, das GT2 RS-Hack ist jetzt nicht so ganz meins, weil ich eher auf diese Mittelrohr-Optik stehe beim Cayman. Aber ich finde es cool, dass sie es anbieten.
Jetzt hätte ich natürlich noch einen GT2S gerne im Spiel, aber das ist eine andere Sache. So, ich würde den gerne fahren. Jetzt gucken wir mal. Ich bin auf den Klang gespannt. Wie gesagt, Boxer. Okay, man merkt diese leicht elektronische Note von The Crew, merkt man weiterhin. Hallo, fahr mal bitte nicht in die Karre. Die merkt man, hört man weiterhin. Das mag ich bei The Crew leider überhaupt nicht, dass die Autos alle so einen leicht elektronischen Klang haben. Die so ganz komisch verzerrt klingt. Also ihr wisst, was ich meine. Ja, hab das jetzt mal. Aber an sich... Hör mal ein bisschen rein. Man hört so ein bisschen den Sechszylinderboxer raus. Ja, ich bin mit The Crew 2 mit den Klängen leider großteils überhaupt nicht zufrieden. Ich kenne ja mittlerweile andere Spiele. Ich bin Need for Speed Fan und Need for Speed hat halt meist relativ gute Klänge. Forza kriegt mittlerweile momentan auch wieder mal nicht auf der Kette, aber ich finde so, also normalerweise meistens Spiele, und sagst, Sound ist ja, das ist ja nur so eine Kleinigkeit. Nee, ich finde Sound bei Rennspielen sehr wichtig. Das ist so, als wenn du ein Kampfspiel hast mit Schwertern und die Schwerter klingen wie Plastikdinger und du meinst so, die Klänge sind mir nicht wichtig. Das würde ich da auch vollkommen rausreißen. Ja, knallen kann er. Ja, Cutter haben wir anscheinend rausgerissen mit der neuen Abgasanlage. Der Optik sieht ja echt geil aus. Voll tief ist auch mal ein Auto, was mal vernünftig aussieht im Spiel, weil die meisten Autos wirken eher so ein bisschen wie Busse. Der Heckpartie wird halt. Ich finde halt wirklich, so als hätte ich einen GT2 gefunden, das Heckteil hat montiert und einfach dran gemacht. So, ist jetzt meins. Ich hab's gefunden, ich darf's behalten. Aber ich finde cool, dass er reingekommen ist. Wie gesagt, ich bin mega Fan vom Cayman GT4. Das ist so, wäre so mein Porsche, den ich kaufen würde. Weil es einfach. Es ist halt einfach. Neben den normalen und Elber halt einfach so das beste Package, was du kriegen kannst. Für das geringste Geld. Also, Anführungsstrichen geringste Geld. Cayman GT4 kostet ja auch ein bisschen was, aber im Verhältnis. Bis du halt einen neuen Elber kriegst, der auf diesem Level fahren kann. Da bezahlst du halt dann noch ein bisschen mehr. Ich würde gerne mal von der Autobahn runterkommen, weil ich kann auch so toll erzählen, wie was für ein geiles Fahrerauto das ist. Und dann kann ich auch über den Highway böllern. Das bringt halt überhaupt nichts. Also, wenn du eine deutsche Autobahn fährst, boah, das Auto hat so ein gutes Handling. Aber es ist so schön, dass diese Exklusiv, die damals in Porsche ausgelaufen ist mit die AA, das ist bei vielen Spielen haben wir endlich solche Autos drin, das ist so schön, ey. Wenn du denkst, vor 2-3 Jahren, ich weiß nicht, wie lange ist es jetzt her, auch schon ein paar Jährchen her, war es noch eine Besonderheit, ein Porsche im Spiel zu haben. Das war eine Besonderheit, das ging gar nicht, weil EA gesagt hat, nö. Costa Quanta sehr, sehr viel Geld. Der fährt sich auf jeden Fall gut. Also er dreht nicht viel mit dem Hinterachse drum, allem drum dran, aber wie gesagt, Mittelmotor macht es möglich. Klar, wenn du dann einmal verlierst, mit dem Mittelmotor auch scheiße, weil dann die ganze Karre flöten geht. Aber an sich ist es auf jeden Fall mal weniger gefährlich als Heckmotor. Heckmotor ist halt das Problem, dass du halt wirklich sehr viel Gewicht hinten hängen hast. Sobald das mal im Abgehen ist, hast du ein leichtes Problem. Das hatte ich ja selber gemerkt, als wir bei Porsche eingeladen waren für Forza Motorsport 7. Durften wir ja auch mal auf den Driftkurs, also auf den Kreisel-Drift versuchen. Und ich kann euch so viel sagen, Mittelmotor quer zu fahren ist auf jeden Fall deutlich einfacher als ein Heckmotor. Alter, beim Mittelmotor hast du noch so einen leichten Moment, wo du so eingreifen kannst. Beim Heckmotor ist so, hast du diesen Moment erreicht, ist Ende. Weil dann kommt das Gewicht und dann machst du gar nichts mehr, wenn das Gewicht damit fliegt. Das ist das Problem. Nein, tut das schön. Ich finde ihn auch optisch sehr geil. So, jetzt machen wir mal kurz ein bisschen Kasala in die Kiste rein. Weil ich auch mal gucken will, was leistungstechnisch auf welchem Level der so kommt. Weil interessiert uns natürlich auch wieder, ob der brauchbar ist. Ich finde ihn optisch echt sexy gerade hier so. 363, 686. 363, 686. Was haben wir hier hinten so? Ja, Topspeed ist gut. Topspeed ist wirklich gut. Das ist auf jeden Fall auf dem normalen Niveau. PS-Zahl ist halt okay. Aber 363 ist auf jeden Fall der Speed, den er haben sollte. Weil das ist so maximal. Ja, gut. F40 zählen wir jetzt mal nicht mit rein. Finde ich aber gut, dass der mehr hat, weil es mein Lieblingsauto. Ja, der passt schon ganz gut in die Klassen hier rein. Das haut schon ganz gut hin, würde ich behaupten. Das haut schon ganz gut hin auf 280er Score. Das ist schon mal nicht ganz so verkehrt. So, ich würde sagen, wir probieren den nochmal damit aus. Jetzt gucken wir nämlich, ob da hinterher immer noch keinen Bock hat, weil das würde mich freuen, weil dann hätte mein Auto mit gut viel Grip. Das wäre sehr wünschenswert. Schauen wir mal gerade. Ein paar 90 Grad Kurven, mal ein bisschen. Willst du mich verarschen? Das sind Schranken, Alter! Normalerweise bei jedem Spiel, oh, eine Bahnschranke, da fahre ich doch durch. The Crew 2. Nein. Ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade absichtlich in den Gegenverkehr gefahren bin. Ich wollte die komische Welt ausholen, ich habe irgendwie den Gegenverkehr ignoriert. Porsche-Fahrer, wir nehmen das Gesindel nicht wahr.
Das wollte ich gar nicht abschließen, aber schön, dass ich es geschafft habe. Boah, bitte geh weg. Ich will wissen, wo ich lang fahre. Ja, ja, ist toll. Ja, ist gut. Grüß dich. Bitte. Ja, der ist wirklich sehr stabil, der Kollege hier. Also, ich habe es ja am Anfang ein paar Autos schon gehabt, hier 1060 und sowas, dass die dann meinten, halt in der Hinterachse Tango mit mir zu spielen. Da macht der Cayman GT4 gar nicht. Der liegt ja wie ein Brett. Der Handling ist auch gut hier. Also, der schaukelt sich auch nicht auf oder irgendwas. Also, er ist von mir. Boah, dass das alles funktioniert, ist hier echt ein Wunder. Ist echt krass. Also, der fährt sich echt geil, muss ich wirklich sagen. Also, ich glaube, Cayman GT4 wird mit eines meiner neuen Lieblingsautos werden, ey. Da hängt man die, wenn ich höchstens wieder auf Mittelrohr umbauen. Aber so vom Handling her kann man damit super geil im Gegenverkehr landen. Das ist echt gut. Also mit anderen Autos habe ich das nicht so zielgenau geschafft. Das war dann eher im Affekt, ne? So unabsichtlich. Mit dem GT4 kannst du zielgenau die Leute ran. Das musst du auch erstmal hinkriegen. Das ist gar nicht so einfach. Ja, aber der liegt wirklich super. Es reicht ja, wie gesagt, keine Traktionsprobleme. Der geht halt gar nicht um den Arsch rum. Wie ist der hier? Boah, der denkt jetzt selber sogar zu viel ein. Aua. Wieder klangtechnisch ist wieder okay. Klingt wie die anderen Porsche. Das ist das Problem. Also kein Problem, die anderen sind ja auch richtig falsch vom Klang. Aber ja. Ich weiß nicht, warum mir kommen die Klänge alle so unfassbar künstlich vor. Die haben nicht diese Kraft dahinter, die ich eigentlich erwarten würde. Also Cayman GT4 in echt mal gehört, klingt schon geil. Klingt schon echt gut für Serie. Da kann man echt nicht meckern. Aber ich würde sagen, ich bin raus für die kleine Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns den Suzuki G6R 1000R anschauen. Und ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.